Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema und zwar kümmern wir uns heute um das Thema Winkelspiel und was du dabei beachten musstest. Wenn ich mich im Einzel verbessern möchte, geht es in der Regel immer um 5 Punkte, die ich in meinem Spiel immer wieder optimieren muss. Punkt 1, wenn ich selber Aufschlag habe. Punkt 2, wenn mein Gegner Aufschlag hat, ich Returnspieler bin. Punkt 3, der Ballwechsel. Punkt 4, ich selber greife an und Punkt 5, ich werde angegriffen und muss mich verteidigen. Um diese 5 Situationen geht es immer im Einzel und wer diese 5 Situationen am besten meistern kann, der wird sich auch im Einzel weit verbessern. Und heute mal aus dem Bereich 3, Ballwechsel, eine Strategie, wie du deinen Gegner noch mehr rennen lassen kannst, noch mehr Punkte für dich entscheiden kannst und all das, wie gesagt, auch mal aus einer anderen Perspektive heute. Viel Spaß! Was bedeutet eigentlich Winkelspiel? Winkelspiel bedeutet erstmal, es basiert auf einem Ball, den man cross spielt, diagonal. Und die Idee hinter dem Winkelspiel ist es, den Gegner weit aus dem Feld zu treiben. Darauf muss ich achten, dass ich den Ball gar nicht wirklich so lang spiele, sondern nicht versuche, hier hinten in die Ecke zu spielen, sondern merkt ihr, für ein erfolgreiches Winkelspiel, um den Platz weit genug zu öffnen, möchte ich eigentlich, dass der Ball klar im Feld auftippt und zuerst über die Seitenauslinie springt, als über die Grundlinie. Weil wenn er aber jetzt hier hinten auftippen würde, müsste ich den Ball hier schlagen, geht der Ball als erstes hier über die Seitenauslinie und geht raus. Ich stehe direkt schon 3-4 Meter weiter da und habe dann auf der anderen Seite einen viel weiteren Weg. Das Ganze zeigen wir euch jetzt einmal von oben, um das noch ein bisschen besser zu verstehen. So viel zur Theorie, jetzt kommen wir zur Praxis und zwar zeige ich dir heute 3 Übungen, wie du dein Winkelspiel auch ohne Trainer mit einem Partner verbessern kannst. Wir starten mit der ersten Übung. Die Übungen sind auch immer wieder auch hinterlegt mit Bildern, die wir von oben mit der Drohne gemacht haben. Und die erste Übung, die ich jetzt euch zeige, ist eine ganz klassische Übung und zwar ist das ja der Hosenträger. Ein Partner hat die Aufgabe, nur den Ball cross zu spielen, der andere Partner nur die Aufgabe, den Ball longline zu spielen. Der Hosenträger bietet eine schöne Einstiegsübung gerade für das Winkelspiel, wo der Cross-Spieler erkennt, wie viel weiter muss eigentlich mein Gegner laufen, wenn ich den Ball kürzer cross spiele, was passiert, wenn ich den Ball länger cross spiele. Hier geht es dafür, ja, ein Gefühl dafür zu entwickeln und auch mal zu merken, wann muss denn mein Gegner mehr laufen, wenn ich den Ball wie spiele. Kommen wir nun zur zweiten Übung. Zweite Übung ist eigentlich auch eine klassische Übung aus dem Spielaufbau. Basis auch da, dass man den Ball sich cross hin und her spielt. Einer von den beiden Spielern hat das sogenannte Angriffsrecht, versucht also den Ball mit einem Winkel das Feld zu öffnen, um dann auf die freie Seite dann zu spielen. Danach ist der Punkt offen und dann ist aber noch nicht mehr an das Cross-Spiel gebunden, sondern ab dann kann frei gespielt werden. Hier geht es darum, das Feld nochmal effektiv aus dem Crossball auch zu öffnen. Wenn ich den Ball ja, kürzer cross spiele oder noch weiter mit meinem Gegner raustreibe, dann versuche ich den Ball longline zu spielen. Anschließend wird der Punkt frei ausgespielt. In der dritten Aufgabe nehmen wir schon direkt den Aufschlag mit dazu. Man kann das hier auch machen, dass man wechselndes Angriffsrecht hat. Wenn der erste Aufschlag kommt, ist es beim Aufschläger. Wenn der zweite Aufschlag kommt, ist es beim Return-Spieler. Hauptsache, man geht relativ früh in dieser Form auch mit Aufschlag und Return, weil das immer wieder auch Sachen sind, die im klassischen Training, oder auch wenn sich Leute verabreden, die einfach zu kurz kommen, dann werden einfach, weiß nicht, eine halbe Stunde lange Bälle geschlagen, ohne Aufschlag, ohne Spieleröffnung. Und das ist immer das Wichtigste von vorneweg, Spieleröffnung zu trainieren und das auch in dieser Form mit reinzunehmen. Wenn man den Aufschlag und den Return mit dazu nimmt, dann geht es immer darum, auch sicherzustellen, dass man die Situation, die man trainieren möchte, auch im Ballwechsel letztendlich hat. Also besprecht euch vorher, kreiert gemeinsame Situationen, Aufschlag plus 1, Return plus 1, die ersten 4 Schläge durchplanen, damit die Situation, die ihr üben wollt, auch öfter zustande kommt. Gerade der Winkelball, der kann doch nicht auf jeden Ball gespielt werden.
Da müssen Platzpositionen, Bälle des Gegners mit dazukommen. Und gerade die Situation geht es im Training zu üben, weil in diesen Situationen haben ganz viele Vereinsspieler Probleme, gerade die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn der Ball zu kurz kommt, was kann ich machen? Wie kann ich den Ball jetzt spielen? Und das Winkelspiel kann da eine effektive Alternative sein, auch im Angriff, da seinen Gegner unter Druck zu setzen. Und darum geht es einfach, die Situation immer wieder durchzuüben, auch im Training, um sie dann letztendlich auch im Match anwenden zu können. Das waren alle Basics rund um das Thema Winkelspiel. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, wieder dein Offline-Spiel auf das nächste Level zu bringen. Hier auf dem Kanal geht es jetzt wieder weiter um aktivere Themen, auch aus dem Bereich Einzel. Und da freue ich mich, wenn du mich hier auf dem Kanal unterstützt. Mit einem kostenlosen Abo, Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.